Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Euer Lukas wieder hier und heute schauen wir uns mal wieder eine Tinte an. Und zwar, wie ihr im Titel schon gesehen habt, die Jacques Urbain Vert Amazone. Hier in der Flasche 50 Milliliter. Das ist die Außenverpackung. Sehr, sehr schön und auch die Flasche sieht wirklich richtig edel aus. Also die macht was her auf dem Schreibtisch. Ja. Wunderschöne Flasche. Wie gesagt, 50 Milliliter. Preislich liegen wir zwischen 15 bis 20 Euro, je nach Shop, wo man es gerade bekommt und wo man auch guckt. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir mal zum ersten Blatt. Also wie immer das Großmühle. Trockenzeit. Ich habe jetzt nach 15 Sekunden nochmal eins gemacht. Also kurz so 16, 17 Sekunden war es trocken. Bei 15 Sekunden, ich weiß nicht, ob man das auf dem Bild erkennt, ist noch ein bisschen Feuchtigkeit drin. Genau, Schreibprobe, wirklich schön, schöne Tinte. Ich habe die auch gerade in meinem Opus 88 Omar drin. Und da macht die auf jeden Fall richtig was her. Da kann man auch durchaus ein bisschen Shading rausholen aus der Tinte. Also das funktioniert da wirklich gut. Wassertestmäßig, wie ihr seht, also überhaupt nicht wasserfest. Das ist ja, komplett alles weg, man erkennt nichts mehr. Der Swoosh oben wirklich richtig schön, also auch ein bisschen schienbar ordentlich Tinte. Ja, sehr, sehr schön. So ein richtig schönes, also Amazone kommt ja wegen dem Amazonasfluss. Ich verbinde die Farbe aber tatsächlich eher mit dem Regenwald. Ja, einfach weil das ja die Lunge der Welt quasi ist und die leider von Jahr zu Jahr immer mehr abgeholzt wird und brandgerodet wird. Und von der Farbe her so ein richtig tiefes Grün, was richtig, richtig Spaß auf dem Blatt macht. Hier unten auch nochmal mit ein bisschen mehr Tinte. Also wirklich richtig tiefes, sattes Grün, ja. Richtig toll. Dann schauen wir uns das Ganze auf dem Rhodia-Papier an. Auch hier wirklich richtig, ist einfach ein sehr, sehr sattes Grün. Wir gucken uns auch gleich nochmal die Tintenkarte an, dann sehen wir das auch nochmal. Auch hier kriegt man durchaus ein bisschen was raus und es macht einfach, ja, es macht einfach Spaß. Es bringt so richtige Frühlings-Sommergefühle raus, die Farbe. Also da macht man auf jeden Fall nichts falsch. Urbain macht ja an sich wirklich echt verdammt gute Tinten und das vor allen Dingen auch relativ lange. Hochwertige Tinten, die auch gut funktionieren, ja, und wie man sehen kann, also auch hier richtig, richtig schön. Dann schauen wir auch noch mal auf das Tomoe River Papier. Hier finde ich das tatsächlich nicht so intensiv. Kann an ein bisschen zu wenig Tinte vielleicht liegen. Aber hier ist es tatsächlich, finde ich, eher ein bisschen leichteres Grün. Auch hier, gut, hier unten ist natürlich ziemlich dunkles Grün, ziemlich kräftiges Grün, einfach weil hier enorm viel Tinte aufgetragen wurde. Hier ist es dann tatsächlich auch durchgekommen. Also es war wirklich, wirklich viel Tinte. Das muss man sagen. Aber an sich schreiben, die lässt sich wirklich schön schreiben. Die Tinte sieht richtig gut auf Papier geschrieben aus. Ja, so will man es eigentlich haben. Das macht eine gute Tinte einfach aus, dass die wunderschön aussieht, egal auf welchem Papier. Schauen wir uns mal die Tintenkarte an. Also hier. Auch hier sieht man wirklich diese schöne Kanten, dieser Übergang wirklich von enorm tiefen Grün bis dann doch so ins Hellere, aber wirklich richtig, richtig sattes Grün. Also wirklich, ja, wie der Amazonas, sage ich, ne? Kurzer Vergleich mit anderen Grüntönen. Wir haben hier einmal Noodlers Green Marine, also ja, auf jeden Fall deutlich dunkler, deutlich mehr grau gefühlt in der Tinte drin. Genauso wie bei Moss Green. Weniger stechendes Grün, mehr so, ja, seichtes, gedecktes Grün. Lindauer Grün haben wir hier noch. Das ist wiederum deutlich heller. Auch eigentlich nicht damit zu vergleichen. Und dann habe ich hier noch relativ frisch reinbekommen, Sailor Manio Ink, und zwar Ukikusa. Ja. Auch was komplett anderes, halt viel mehr so ein, ja, so ein Sumpfgrün oder so. Ich weiß nicht, wie man das am besten vergleicht. Aber das sticht auf jeden Fall komplett raus. Das muss man wirklich, wirklich sagen. Und ja, auch die Flasche, wie gesagt, die macht was her, gerade im Vergleich zu doch anderen Tinten.
Ja. Und es ist einfach so sehr, sehr schön, kann man nicht anders sagen. Natürlich die Wasserfestigkeit, das muss man sehen, ja, dass das halt komplett nicht gegeben ist. Aber wenn man damit einfach nur schreiben möchte, Briefe schreiben möchte, ideal dafür geeignet. Gerade wie gesagt, zu Frühlingsthemen oder auch Sommerthemen gehen damit gut. Für den Herbst finde ich die Tinte jetzt, wenn man so herbstliche Briefe schreiben möchte, eher nicht so geeignet, einfach weil es ja keine Herbstfarbe ist. Dieses Grün ist mehr so eine Sommer-Frühlingsfarbe. Ja, also wie gesagt, mit der Tinte macht ihr meiner Meinung nach nichts falsch. Auch wenn die Urban-Tinte natürlich immer doch schon höher natürlich angesetzt sind. Das muss man auch sagen. Aber ich finde, sie sind es wert. Und ja, das soll meine kleine Bewertung zur J. Urban Wert Amazone gewesen sein. Und ja, wenn sie euch gefällt, dann kauft sie gern und berichtet mir davon in den Kommentaren, falls ihr sie habt. Und auch falls ihr Kritik gegenüber der Tinte äußern möchtet, gerne in den Kommentaren. Ich möchte mich für euer Zusehen bedanken, wünsche noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Video. Tschüss.